Ja, meine Lieben, was ein Tag gestern für alle Augsburg-Fans. Bello, Verpflichtung scheinbar zu 100% sicher und das zu einem relativ günstigen Preis. Darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Schallenberg, ein Spielername, der durch einen Insider ins Gespräch gebracht wird auf der 6, könnte noch ein Thema werden. Darüber sprechen wir heute im Video. Gardona, der scheinbar auch schon bestätigt hat, dass er nach Augsburg wechseln will, wird auch wahrscheinlich was mit Niederlechner zu tun haben. Darüber sprechen wir. Und natürlich Jolina, über den möchte ich euch noch was sagen. Der kommt scheinbar doch zu einer deutlich günstigeren Kondition, 300.000 im Gespräch. Ebenfalls. Wahnsinn, na, was da gestern passiert ist, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Video. Einen Daumen nach oben, supportet mich. Würde mich sehr freuen, wenn die wieder kommen. Und dann let's go! Ja, bevor wir überhaupt anfangen, muss man auch mal sagen, dickes Props an den Trainer und an Ströll und Reuter hier mal. Die kassieren ja auch viel Kritik, teils auch berechtigt, teilweise auch ein bisschen überzogen alles. Auf jeden Fall, Bello-Transfer ist ein Transfer. Damit habe ich, und glaube viele, nicht gerechnet, dass man diesen Spieler bekommt. Ne? Der wurde mir ja oft schon vorgeschlagen. Ja, auch ich hatte den natürlich auf Radar, aber ich dachte mir, Bello kriegen wir niemals nach Augsburg, weil einfach Gladbach schon so nah dran ist. Und Bello ist wirklich ein Riesensturmtalent. Das ist schon einer der größten Talente aktuell auf dem Markt als in Sachen Mittelsturm. Ein sehr kompletter Spieler, kann nahezu alles. Ne? Darüber sprechen wir dann gleich. Und den hier nach Augsburg kriegen und das zu diesen Konditionen, scheinbar unter 5 Millionen, also das wird man dann natürlich noch sehen, auch wenn es 5 Millionen sind, scheißegal, wirklich, muss es jetzt so sagen. Ein Wahnsinnstransfer, der uns unfassbar helfen wird. Hier dickes Props auf jeden Fall auch hier an die Verantwortlichen, die scheinbar einfach richtig Gas gegeben haben, so als auch Plettenberg gesagt, und einfach den Spieler überzeugen konnten, nicht nach Gladbach zu gehen, sondern nach Augsburg. Also hier auch mal wirklich klatschen. Kompliment. Mega Ding, mega Transfer. Ich glaube, das spricht für alle Augsburg-Fans. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viel Enno Maaßens empathische Art, ja, er hat ihn ja auch von der Taktik überzeugt, im Bello hier mitgespielt hat. Der Menno ist einfach Menschenfänger vom Charakter her. Und natürlich auch Reuter und Ströll, die man hier nicht rausnehmen kann. Die haben hier wirklich auf den Transfer gepusht und scheinbar auch wirklich gepackt. Na, Glückwunsch. Also wirklich top, top, top. Und ja, der Transfer von Dion Drean Bello zum FC Augsburg ist so gut fix. Laut Sky-Experte Plettmeier war der gestrige Mittwochabend entscheidend für den erfolgreichen Ausgang des Deals. Nun sei die Verpflichtung des Stürmers von NK Osijek sicher. Bello werde beim FC Augsburg voraussichtlich bis 2027 unterschreiben. Also Wahnsinn. Da wird 100% eigentlich eine Klausel mit drin sein. Eine wahrscheinlich enorm hohe Klausel, weil Bello hat ein Potenzial, das ist nach oben nichts zu messen. Tatsächlich unglaublich viel Potenzial. Und kostet weniger als 5 Millionen laut Bild sogar unter, also sogar nur 3. Also Wahnsinn. Plettenberg erklärt zudem, wie es dazu kam, dass der 20-jährige Kroate sich für Augsburg und nicht für Gladbach entschieden hat. Augsburg hat einfach Vollgas gegeben, ihn überzeugt. Reuter, Scouting, Trainer, Bello war auf dem Markt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Zu Bello selber. Ich kenne ihn, ich habe ja auch meine Balkanwurzeln und ein Riesentalent. Man nennt enorm viel in Kroatien von ihm. Ich habe den auch oft schon Highlights gesehen von dem und auch tatsächlich ein, zwei Spiele von ihm gesehen. Absolute, unglaubliche Präsenz. Also 1,95 Meter. Ich selber bin 1,90 Meter, also mal einen Ticken größer und geht ja schon Richtung 2 Meter. Also wird auch den Innenverteidigern bei hohen Bällen, langen Bällen enorm Probleme machen. Er hat eine enorme Physis und Lufthoheit. Und es ist einfach schwierig, ihn zu verteidigen. Er ist ein Linksfuß, er hat einen Granatenabschluss mit seinem Linken, also richtig Dampf auf Fernschussqualität. 7:21, also gerade mal 20 Jahre. Also ein Top-Transfer. Bis aufs Tempo hat er eigentlich keine Schwäche. Er hat eine gute Intelligenz ohne Ball, gute Intelligenz mit Ball, kann auch mal einen vorlegen, bewegt sich gut in Räumen, kann den Ball annehmen in schwierigen Situationen und sogar ein Dribbling dann einlegen. Er ist Dribbling stark mit seiner Körpergröße. Also er hat ein gutes Dribbling mit 1,95, was auch selten ist. Kann auch mal auf dem Flügel sich fallen lassen, ähnlich wie Mergim, und das 1 gegen 1 gewinnen und den Ball dann reinschlagen und Räume schaffen. Also ein Spieler, das ist wirklich außergewöhnlich, dass wir den kriegen, und der wird wirklich uns sehr viel Freude machen, bin ich fest überzeugt. Eingewöhnungszeit wird er brauchen. Na, ich weiß nicht, ob er die deutsche Sprache einigermaßen schon kann, weil das Gladbach-Thema ist ja auch schon über ein halbes Jahr her, vielleicht hat er sich schon mit der deutschen Sprache auch beschäftigt.
Dieses Jahr 21, 1 Saison, 9 Tore, 4 Assists in 1300 Minuten, sprich alle 100 Minuten Scorer. Also jedes Spiel ein Scorerpunkt. In Kroatien wird es in Deutschland natürlich ein bisschen wahrscheinlich erstmal verändern. Er wird auch Zeit brauchen, aber ich bin sicher, dass er sofort Impact auch haben wird. Vielleicht auch schon gegen Dortmund, gegen Schlotterbeck und Hummels. Ich glaube, der könnte den richtig Probleme machen mit seiner Physis. Und zur Eingewöhnung, ja, man hat ja auch hier eine kleine Balkan-Connection vorne mit Berisha und Demirovic. Demirovic, der kann mit ihm ja auch in der Landessprache sprechen und wird ihm so als Charakter, wie ich ihn kennengelernt habe, auch sehr gut helfen, sich da schnell vorne einzufinden. Und wenn man mal Leute drüber nachdenkt, es wird wahrscheinlich ein System mit zwei Stürmern, vielleicht ein 4-4-2 oder 3-5-2. Ich habe schon viel gelesen, Demirovic wahrscheinlich dann viel auf dem Flügel. Sehe ich auch so, wird wahrscheinlich so sein, aber man muss auch bedenken, falls mal jemand ausfällt, Mergin zum Beispiel, der ja auch öfters jetzt mal Hüfteprobleme hatte, springt Demirovic vorne rein neben Beljo, dann hast du wieder einen physisch starken Spieler, in dem sich Demirovic auch wohlfühlt. Also du hast auch Backups, ne? Beim Flo muss man jetzt gucken, da wird Cardona ein Thema sein, aber wir haben schon jetzt echt einen super Sturm, ich so ein Berisha und Beljo vorne im Sturm, denkt mit ihrer physisch und doch auch technischen Stärke, die können einigen in der Liga Probleme machen, muss man wirklich so sagen. Plus ein Demi in der Hinterhand. Na, Cordoba hat man auch noch, aber ich mal gucken, wie es sich halt da entwickelt. Na, da weiß man halt nicht mehr. Das ist jetzt viel hätte, wenn und aber. Das ist aber schon echt nicht von schlechten Eltern. Also wirklich Wahnsinnstransfer. Dann auch zu Cardona. Ja, die El Kip berichtet, dass auch Erwin Cardona von Stade Brest nach Augsburg wechseln wird. Der 25-jährige Mittelstürmer wäre neben Beljo der zweite Torjäger, den Stefan Reuter im Laufe des Transferfensters verpflichten würde. Bei Brest kommt Cardona nur spärlich zum Einsatz. In der laufenden Saison stehen lediglich 10 Kurzeinsätze zu Buche. Ein Torerfolg gelang ihm dabei. Ja, da der Vertrag von Cardona beim League-Off-Vertreter nur noch bis zum Ende der Saison läuft, wäre ein Ablösesumme im Laufe des Winters voraussichtlich überschaubar. Dem Bericht zufolge sind die Verhandlungen diesbezüglich weit fortgeschritten. Cardona selbst hat schon bestätigt, in die Fuggerstadt wechseln zu wollen. Dort könnte er dabei helfen, Florian Niederlechner zu ersetzen, sollte es den Torjäger schon im Winter zu Hertha ziehen. Ja, das ist so ein Ding. Also ich bin mir sicher, falls Beljo kommt, heißt es nicht, dass Niederlechner geht, weil dann hätte man eigentlich den Monstersturm noch mit Niederlechner und Demi, Berisha und Beljo. 4 Top-Jungs, also Wahnsinn eigentlich. Und falls wirklich Cardona kommt, bin ich relativ sicher, dass auch dann Flo Richtung Hertha gehen kann. Für Flo haben wir schon darüber gesprochen, schwierige Sache so oder so, weil er nicht interessiert ist, dass die Hertha absteigt und die einfach direkter Konkurrent sind und sein werden im Abstiegskampf, kann ich mir jetzt schon vorstellen, auch schweren Herzens sage ich das natürlich, weil Flo ein Lieblingsspieler von mir ist, dass es hier, falls Cardona wirklich schon im Winter kommt, zur Trennung kommt. Jetzt ist jetzt kein Spieler, ich habe so ein bisschen seine Zahlen angeguckt, aber Zahlen sind auch nicht immer alles. Immer der jetzt noch nicht so viel gerissen hat dieses Jahr bei 10 Spielen. 1,85 groß, 25 Jahre, Rechtsfuß, Mittelstürmer, kann auch auf dem Flügel spielen. 5 U20 Länderspiel. Ich habe auch bei ihm jetzt so ein bisschen geguckt, ich habe keine nennenswerte Stärke, aber auch nennenswerte Schwäche bei ihm gesehen. Ist halt so ein Spieler, denke ich, erstmal für die Breite, wo man dann sieht, wie er sich entwickelt. 2,5 Millionen Mark wert, wenn man ihn wirklich günstig kriegt, okay, warum nicht? Kann ich nicht sagen, was die Scouts hier in ihm sehen. Hat sich da bei Brest nicht durchsetzen können, vielleicht aber guter Backup-Stürmer, der es auch erstmal akzeptiert, mehr von der Bank zu kommen und auch Joker werden wir brauchen. Das war ja auch ein Riesenproblem in der Hinrunde, dass wir nie nachlegen konnten offensiv. Das wäre halt jetzt sozusagen wahrscheinlich der Florian Niederlechner Backup. Hier ist es auch scheinbar schon relativ weit, wie wir gehört haben. Genau, möchte ich auch gar nicht jetzt mehr dazu sagen. Dann auch ein weiteres Thema, Schallenberg. Ein FCA-Insider berichtet hier, dass er ein Thema sein wird, dass sich der FCA hier mit ihm beschäftigt. Ein Sechser vom Paderborn, einer der besten Sechser der Liga, sehr laufstark. Was er hat, eine unfassbare Leadership für sein Alter, ist 24 Jahre und übernimmt da sehr viel Verantwortung, sehr kommunikationsstark. So ein Light Baumgartlinger, vielleicht kann man das echt damit vergleichen. Kann auch Innenverteidiger und ZM spielen, ne? 1,85 relativ groß, Vertrag bis 2,24 würde nicht günstig werden. Wäre aber hier dieser Grueso-Ersatz, den man noch im Mittelfeld sucht, müssen wir auf jeden Fall im Auge halten. Ich halte es relativ kurz, er hat in diesem Jahr 18 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen, auch gescored schon. Ganz spannender Junge, ne? Neben Breithaupt auch einer, der hier scheinbar ein Thema sein wird. Es kann gut sein, dass da noch was passiert. Also halten wir mal im Auge noch ganz nebenbei angemerkt. Und Cholina, ja, gestern war ich da sehr skeptisch, einfach weil es halt einfach ein LV ist und ich da einfach gehört habe von ein paar Hajduk-Fans, dass sie nicht überzeugt sind, dass er uns erhilft. Aber mal sehen, vielleicht täuschen wir uns, er muss ja länger beobachtet worden sein.
Warum ich auch nicht so ein Fan von diesem Transfer bin und ihn nicht ganz verstehe, weil er halt ein linker Verteidiger ist und wir einfach da sehr gut besetzen. Es kann natürlich jetzt sein, dass Petersen vorgezogen wird in einem 4-4-2 oder 3-5-2, dass er wirklich weiter vorne spielt und man mit Iago und Zehnter auf links plant und Colina und Gumni auf rechts. Aber Colina ist, wie gesagt, eigentlich ein LV. Vielleicht kann er das rechts besser spielen, als wir alle denken. Und man plant ihn wirklich als eher als RV, als einfach so Notlösung. Aber ob man ihn damit auch überzeugt hat, nach Augsburg zu kommen, das finde ich halt so ein bisschen komisch. Er war, wie gesagt, bei Hajduk auch mehr so ein Bresche-Einspringspieler. Vielleicht gibt er sich mit der Rolle auch in Augsburg zufrieden. I don't know. Und ich wünsche mir einfach links, dass Zehnter mehr so zum Backup von Iago wird und Colina dann auf rechts eher. Aber da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, 300.000 ist auch eine Summe, mit der kann ich da zumindest eher leben als 700.000 plus Boni. Also sehr günstig. Gucken wir mal, er war mal wirklich ein großes Talent. Ne? Hat irgendwann mal auch so einen Award gewonnen als einer der großen Talente. Und müssen wir abwarten, wie der sich entwickelt. We will see. Genau. Also wir müssen auch nicht zu kritisch sein. Aber ich hoffe einfach, dass Aaron auf links hier nicht der Platz weggenommen wird, weil ich wirklich sehr viel von ihm halte und er auch wirklich Hammerflanken schon gestern im Testspiel reingehauen hat. Man sieht einfach sein großes Potenzial. Genau, Leute. Das war jetzt so die Folge. Unfassbar schöne Nachrichten. Es passiert was. Wir müssen aber noch eine Sache besprechen. Mario verändert das System jetzt, ne? Mit Doppelsturm, das relativ sicher ist, werden wir spielen. Kann gut ein 4-4-2 sein und 3-5-2, dass man da jetzt variiert zwischen diesen zwei Systemen. In meinen Augen bräuchtest du nach wie vor, ist jetzt aber natürlich auf Wunschdenken. Wir werden sehen, was noch passiert. Entweder einen kreativeren Sechser, also bräuchte es eigentlich keinen Zehner mehr zwingen, sondern Achter mit kreativen Momenten. Aber es könnte auch Arne Meyer spielen, aber er muss halt zu seiner alten Form kommen, neben Dorsch dann auch wieder, ne? Wir haben schon echt viele Optionen. Und jetzt müsstest du in meinen Augen schon nochmal schauen, dass du eventuell einen schnellen Flügelspieler holst, der quirlig ist. Aber das wäre natürlich das Nonplusultra, wenn du hier wirklich da noch auf diesen Positionen nachlegen könntest. Sagt mir mal gerne eure Meinung. Was sagt ihr? Welche Position wäre jetzt noch nach dem Value-Transfer, der wahrscheinlich jetzt 100% safe ist, für euch nochmal wichtig, was zu tun? Für mich ist es tatsächlich eher so auf dem rechten oder linken Flügel, gerne eher rechts auch, ein Tempospieler, der Flanken noch so reinbringt. Ne? Das ist ja nochmal so mein Puzzle im Kader, wo man machen könnte, oder einen kreativen Sechser, Achter. Ja. Aber selbst wenn nicht, hat man jetzt auf jeden Fall schon mal ein besseres Gefühl uns Augsburg-Fans gegeben und ich glaube, das hat uns allen gut getan. Genau. An dieser Stelle danke wie immer fürs Zuschauen. Denkt an den Daumen hoch. Es hat mich enorm gefreut, dieses Video für uns aufzunehmen, weil einfach gute Nachrichten sind. Morgen am Samstag sehen wir uns wieder live beim Testspiel gegen Wolfsburg, wenn wir wieder heiß talken. Unser letzter Test und dann geht's nächste Woche in die Bundesliga. Ich freue mich und ciao, ciao. Einmal zusammen nochmal für YouTube, wäre richtig geil. So, für YouTube, mach was Geiles für YouTube, was Geiles. Machst du was richtig so, Geiles, Jungs. Follow, Abonnenten, alles da lassen, weißt Bescheid.